Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Kennt ihr das auch? Wir brauchen mehr Supply Depots? Wir brauchen mehr Silos? Dann bauen wir welche. Meine piepen wir weg. Neben den üblichen Materialien benötigen wir für unser heutiges Atelier Chipsdosen, Hasendraht, Gitterstruktur, das ist so ein Stickrahmen, und Bits. Im ersten Schritt schnappen wir uns erst einmal eine Chipsdose. Die haben diese hässlichen Ränder, durch die man sie direkt als Chipsdose oder Schlimmeres erkennt. Deswegen schneiden wir uns erst einmal jede Menge kleine Vierecke aus Pappe aus. Diese Vierecke kleben wir dann mit Leim rund um die Chipsdose, so dass diese Riffelspuren nicht mehr so leicht zu sehen sind und unser Silo eine eigene Struktur bekommt. Und da das so einen Spaß gemacht hat, machen wir das gleich noch mit einer anderen Dose. Danach schnappen wir uns einen Kunststoffstab oder eine alte Green Stuff Rolle und schneiden uns ein paar Nieten daraus. Die Nieten kleben wir dann an einige Pappstreifen jeweils in die Ecken. Nun schnappen wir uns Bits und kleben diese auf das Silo. Unten haben wir etwas, das man für einen Anschluss an ein Rohr oder Schlauch verwenden könnte. Oben auf das Silo kleben wir eine Klappe zum Einfüllen. Dann wird dieser Teil unseres Silos erst einmal grundiert. Wir nehmen dafür schwarze Abtönfarbe. Nach der Grundierung nehmen wir uns weiße Sprühgrundierung und gehen damit einmal über die schwarze Grundierung drüber, und zwar so, dass ein wenig vom Schwarz durchscheint. Das machen wir natürlich draußen. Als nächstes wollen wir einen Steg bauen. Dafür haben wir uns aus dem Künstlerbedarf so eine Gitterstruktur aus Kunststoff gekauft. Wir messen dann einmal die Länge über beide Oberseiten der Silos und kommen so auf 15 cm. Breit sollte der Steg 3,5 cm werden, so dass man eine Miniatur samt Base bequem darauf abstellen kann. Aus Pappe wollen wir dann Beschläge für den Steg bauen. Dafür zeichnen wir uns Streifen auf, 3 mm jeweils für die Ober- und Unterseite und 2 mm für die Stärke der Gitterstruktur, schneiden das aus und knicken uns das zurecht. Danach kleben wir die Pappstreifen auf den Steg auf. Dann nehmen wir uns so einen Hasendraht, den bekommt man für kleines Geld vom Baumarkt oder für noch kleineres Geld aus Nachbarsgarten und schneiden aus dem ein paar Absturzsicherungen zurecht. Diese Teile stecken wir dann in die Löcher vom Plastiksteg und fixieren die mit einem Tropfen Sekundenkleber von der Unterseite aus. Vom gleichen Draht nehmen wir dann noch ein schmales Teil, etwas länger als unser Silo, und bauen daraus eine Leiter. Dafür schneiden wir den so zurecht, dass alle paar Querstreben links und rechts ein bisschen Draht überbleibt, den wir dann um 90 Grad nach hinten biegen. Dann nehmen wir uns wieder unsere Plastikstruktur und schneiden uns daraus kleinere Teile aus, die wir wie schon beim Plastiksteg mit Sekundenkleber an der Leiter befestigen. Danach wird der Steg und die Leiter erst einmal mit Weiß grundiert. Da wir Spray nehmen, machen wir auch das wieder draußen. Bauen wir uns nun ein Fundament für die Silos. Dafür nehmen wir uns ein Stück Strodur mit Seitenlängen von 17 cm x 8 cm und einer Höhe von 1,5 cm. Die oberen Kanten schleifen wir mit Schleifpapier ein bisschen rund. Danach kleben wir als Sturzschutz ein Stück Karton auf die Unterseite. Das Fundament bemalen wir dann mit einem dunklen Grau und bürsten das danach mit einem helleren Grau trocken. Dafür kann man gut Abtönfarbe verwenden. Die beiden Silos kleben wir dann mit Leim darauf und lassen das Ganze durchtrocknen. Währenddessen schnappen wir uns den Steg und bemalen das Plastikgitter mit einem Schwarz. Danach wird das Gitter etwas stärker mit einer Metallfarbe trockengebürstet, die Absturzsicherung selbst und die Leiter etwas weniger stark. Mit Sekundenkleber kleben wir dann den Steg oben auf die beiden Silos drauf und die Leiter an der Seite fest. Aus Papier haben wir uns dann jetzt noch eine Schablone geschnitten und sprühen, natürlich draußen, jetzt noch ein Symbol auf die Silos. Dabei sind der Fantasie wie immer keine Grenzen gesetzt.
Im letzten Schritt schnappen wir uns dann noch einen braunen Wasch und gehen damit überall da, wo wir meinen, dass sich Schmutz ansammelt, über die Silos. Und somit wäre auch dieses Geländestück spielbereit. So, das war's leider schon für heute. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Wann hattet ihr das letzte Mal genügend Silos? Sagt uns das, schreibt uns das hier unten in die Kommentare, schickt uns ein Bildschirmfoto. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.